Ja, moin moin. Mareike Krügel hat ein neues Kinderbuch geschrieben. Mareike Krügel ist ja bekannt durch ihre Romane Sieh mich an, Schwestern. Zuletzt hat sie mit ihrem Mann zusammen Gebrauchsanweisungen für Schleswig-Holstein geschrieben. Ihr erstes Kinderbuch war Zelten mit Meerschwein. Das hatte ich auch schon hier auf Leseschatz besprochen. Eine sehr schöne, unaufgeregte Geschichte. Almut und der Hühnersommer ist aber ihr neuestes Buch. Ein tolles Buch, voller Leben. Es ist einfach eine schöne Geschichte, eine spannende Geschichte, eine Geschichte, in der es so viel zu entdecken gibt, auch so viel Teamvorschläge, die man als Kind entdecken kann oder die man als Familie dann diskutieren kann. Illustriert ist das Buch von Melanie Garanin und erzählt die Geschichte von Almut und ihrer Familie. Ihr Bruder ist schwer krank und sie sind aus der Großstadt aufs Land gezogen, weil die Luft dort ein bisschen besser ist. Immer wieder muss die Familie agieren. Die Mutter arbeitet viel, der Vater sorgt sich dann um den Bruder von Almut, der ab und zu mal spontan schnell in die Klinik muss, weil er schlecht Luft bekommt und schnell behandelt werden muss. Ab und zu bleibt er auch manchmal in der Klinik. Jedes Mal hat Almut dann Angst, wenn sie nach Hause kommt und wieder einen neuen Zettel vorfindet. Almut, wir sind wieder unterwegs, wir sind in der Klinik, mach dir bitte was zu essen. Dementsprechend ist Almut oft auch alleine. Und so stellt sich ihre Welt, wahrsten Sinne des Wortes, dadurch auf den Kopf. So fängt das Buch nämlich an. Sie hängt kopfüber auf einer Stange, klettert dort und plötzlich huscht Ingeborg unter ihr durch. Ingeborg ist ein Huhn und sie folgt diesem Huhn und im Nachbarsgarten findet sie, dass dort mehrere Hühner sind und ein Hahn. Und dieser Hahn ist ein bisschen übergriffig. Und Almut ist jemand, die immer gerne hilft. Sie gerne zum Beispiel hilft, wenn eine Hummel aufs Wasser gefallen ist, schöpft sie diese Erfahrung und versucht, dieser Hummel wieder zum Fliegen zu verhelfen. Jetzt versucht sie, den Hühnern zu helfen, als dieser Hahn so übergriffig ist. Das gelingt ihr auch. Und der Nachbar selber, ein älterer Herr, mit dem sie sich auch in dem Roman, in dieser Geschichte, anfreunden wird. Und der sich ihrer annimmt und sie auch dort immer wieder mal nach den Hühnern schauen kann. Und so entsteht eine besondere Bindung, besonders zu Ingeborg, jenen Huhn, was sie halt damals gerettet hat, von dem Hahn mehr oder weniger gerettet hat. Und auch Ingeborg, sie sucht eine Nähe zu Almut, weil Almut, als sie zur Schule geht, eines Tages aus dem Bus aussteigt, wartet an der Bushaltestelle Ingeborg und holt sie dort ab. Und so entsteht eine Bindung. Aber es bleibt nicht nur bei tierischen Freunden, die Almut dort im Dorf macht, weil sie freundet sich noch mit Joy und Said an. Ein Junge, der in der Schule auch mal ab und zu geärgert wird, gerade in einer Unterrichtsstunde, wo sie halt auch eingreifen konnte, indem sie halt reinbrüllt und sagt, die Lehrer kommen. Und dementsprechend wird das Gehänsel sein gelassen. Said ist aber jemand, das bewundert sie selber ihn, der immer dann, wenn er gerade zum Beispiel in der Szene, wo er geärgert wird, gedanklich so weit weg ist, dass er gar nicht mitbekommt, was um ihn tatsächlich passiert. Sie trifft ihn eines Tages halt im Dorf, dort, wo er angelt, wo Fantasiefische oder was anderes auch im Teich schwimmt und sie freunden sich an. Auch mit Joy, ein Mädchen aus der Nachbarschaft. Es entsteht auch ein Abenteuer, weil eines Tages ist der Nachbar sehr, sehr traurig. Denn zwei Hühner sind tot, gerissen worden. Und jetzt legen sich die Kinder auf die Lauer, Said, Joy und Almut, um zu wissen, wer es auf die Hühner abgesehen hat. Das ist ein Spannungsbogen und auch die Geschichte von den Nachbarn berührt uns sehr, weil der erzählt auch noch von seiner damaligen Frau, was da vorgefallen ist. Das ist etwas, was ihn immer wieder Herzschmerz bereitet. So ein doller Herzschmerz, dass dann auch noch etwas mit ihm passiert, wo Almut auch wieder eingreifen möchte, um ihm zu helfen. Und wieder stehen ihr zur Seite Said und Joy und natürlich die tollen Hühner, um die sie sich dann auch kümmern muss, während der Nachbar weg ist. Also ein tatsächlicher Hühnersommer, den sie hier erlebt. Ein Buch, in dem viel Leben drinsteckt, tierisches sowie auch menschliches und immer ein Miteinander und immer wieder der das Fazit auch, dass man es zusammen schafft und dass eigentlich ein Lachen immer wieder aus Bredouille helfen kann. Ein tolles, schönes Bilderbuch aus der Feder von Mareike Krügel.
Ich wünsche ganz viel Spaß. Das Buch ist ab 8 Jahren empfohlen, aber auch für große Menschen mit viel Herz. Bis dahin. Tschüss.